einig, wer das wohl ist. Der hübscheste, Markus vielleicht. Also eins muss ich natürlich sagen, gell? Also der Markus sein Solo gespielt hat, sind immerhin zwei sehr überdurchschnittlich hübsche Damen, die Sabrina und die Annika, auf der Bühne, vor der Bühne erschienen. Warum wohl? Herbert, bei dir leider kam niemand. Jetzt warten wir mal ab, was beim Hermann passiert. Unser Schlagzeuger, niemand geringer als Hermann Schick. Er hat für Sie ein Schlagzeug-Solo vorbereitet. Und als kleine Info, jede Dame, die jetzt hier vor die Bühne kommt und ihn bejubelt, lädt er nachher ein zu einem Gläschen Wein. Er möchte unbedingt den Markus übertreffen. Also warten wir es mal ab, was hier passiert mit der Frauenwelt. Die BHs und die Schlüpfer bitte nicht zur Bühne schmeißen. Bitte nicht. Sonst macht einen schlechten Eindruck bei unseren Frauen zu Hause. Und wir wollen ja wieder mal zum Musikspieler losfahren. Und das geht dann irgendwie eventuell schief und in die Hosen. Und vom Schlagzeug-Solo, wo die Rede ist, hat Rolf Schneebig, der legendäre Begründer und Leiter der Schwarzwaldmusikanten mit Solotrompeter Walter Schulz, zusammengestellt in ein Potpourri. Und zwar hatte er schon vor 40 Jahren die Idee eines vereinten Europas, und zwar eines musikalisch vereinten Europas. Er hat vier verschiedene Länderblocken, Marschblocken zusammengefasst in ein einziges Stück, in ein einziges Potpourri, und hat das Trommelparade genannt. Normalerweise braucht es dafür vier verschiedene Trommeln, vier verschiedene Marschtrommeln, vier verschiedene Schlagzeuger. Aber nachdem wir uns auf die Fahne geschrieben haben und zum Motto gemacht haben, der Larsmusik vom kleinsten, haben wir das natürlich herunter reduziert auf einen Schlagzeuger mit einer Trommel. Nicht ganz wichtig, zwei Trommeln haben wir dabei. Und Sie werden mal sehen, wo man da überall Töne erzeugen kann und Klänge erzeugen kann. Viel Spaß am Solo-Schlagzeug. Hermann Schick mit der Trommelparade. Thank you.